Ja, heute gibt es wieder ein neues Video und zwar mit einem neuen Kommentar. Ja. Und ja, Entschuldigung, dass ich jetzt mal wieder, also dass ich diesmal nicht fachgerecht angezogen bin. Wie soll ich sagen? Ich sitze hier im Pyjama und wir haben es um 1:45 Uhr nachts, weil ich gerade das Problem habe, nicht wirklich schlafen zu können. Bin zwar müde, aber ich habe das momentan immer mal wieder. Kann man nichts machen, aber gut. Daher habe ich auch gerade Zeit, auch auf diesen Kommentar zu antworten. Und ich finde das, ja, wie soll ich sagen, ziemlich albern, so eine Aussage. Ja, dann blenden wir das doch mal das Ganze mal ein. Und ich lese das Ganze einfach mal vor. Was soll der Scheitel? Das geht an bestimmte Behörden. So, da möchte ich gerne eine Antwort geben. Und erstmal muss ich diese Frage gar nicht beantworten. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz ruhig sagen. Das muss ich gar nicht. Es tragen einige Leute solche Frisuren und die kann man sich auch beim Barbershop entsprechend schneiden lassen. So, das ist meine Entscheidung und ich bin auch nicht verpflichtet, diese Frage zu beantworten. Das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. Und es ist wirklich meine Entscheidung. Ich habe eine Zeit lang, lange Jahre, wie einige ja wissen, einen Sidecut gehabt, da verhielt sich das nicht wirklich anders. Ich habe dieses aber geändert. Seit der Trennung meiner Ex, ja, habe ich das grundlegend geändert, meinen Kleidungsstil geändert. So, es hat Gründe, warum das so ist und bin nicht dazu in der Verpflichtung, dies zu beantworten. Und ja, dann meld das mal den Behörden. Ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst oder was du damit bezwecken willst. Ja? Ich weiß nur, dass die dich auslachen. Ne? Weil ganz, ganz viele Menschen erstmal diese Frisuren auch tragen. Und es auch sehr, sehr unterschiedliche Scheitelfrisuren gibt. Das möchte ich hier auch nochmal dazu erwähnen. Und das kann man auch für einen gewissen Preissegment auch bei einem Barbershop machen lassen. Ich gehe einmal im Monat zum Barbershop. Und ich lasse mir auch einmal im Monat die Haare schneiden. Das hat einfach auch den Grund, weil ich auch Haarausfall habe. Wenn ich mir die mich nicht mache, dann sieht man auch immer wieder diese sogenannten Geheimratsecken, was man im Alter von ab 30 Jahren bekommen kann. Jedermann kann das bekommen. Im Prinzip. Es kommt immer darauf an, wie da auch die Erbanlagen sind, mit den Haaren auch. Wann die weißen und grauen Haare auch kommen. Auch ich habe die, also ich habe stellenweise weiße Haare, eher gesagt. Nur wenn ich die jetzt rausziehen würde, würden es mehr werden. Deswegen ziehe ich mir die nicht raus, ich lasse mir die einfach abschneiden und das ist gut. Und dann sind die auch weg. Und dann kommen die auch nicht mehr nach. Man darf die nicht abschneiden. So, sonst kommen die nach. So hat mir das der Barbershop, also der Barber das erklärt, der mir die Haare auch macht. So. Ich bin, wie gesagt, nicht dazu verpflichtet, darauf dekadent einzugehen. Das ist meine Entscheidung, wie ich rumlaufe, was ich anziehe. Ja, das sage ich jetzt hier so kurz und knackig, wie es nur geht. Mich interessiert es nicht. Die nächste Frage ist jetzt auch so von mir: Was hat das mit dem Video zu tun? Diese Frage, was ich hochgeladen habe, das wäre jetzt auch mal für mich mal ganz spannend zu wissen. Was das bitte mit dem aktuellen Video zu tun hat. Es hat rein gar nichts damit zu tun. Nichts, nada, niente. Und das ist auch für mich ein Grund, diesen Kommentar einfach stehen zu lassen und den auch gar nicht erst freizugeben. Wie gesagt, ich bin dazu nicht in der Verpflichtung, dazu irgendwas zu äußern oder zu sagen. Und ja, dieser Account, den habe ich mir auch mal angeguckt. Ja, warum stellst du diese Frage, wenn du ein Video drin hast, was auch nicht so ganz Verfassung, also was auch in Richtung Verfassung geht? Ja? Das ist ja auch verfassungswidrig auf einer Weise. Ja? Weißt du nicht, was es für ein Video das sein soll? Ich gucke mir so einen Schrott auch nicht an. Bevor man vielleicht andere kritisiert, sollte man vielleicht mal sich an die eigene Nase fassen. Und auch selber mal schauen, ob man auch alles richtig macht. Und nicht immer alles hinterfragen, warum wer was macht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne, das interessiert mich einfach nicht.
Zumal es auch ein Bild ist von einem bekannten YouTuber, möchte ich auch nochmal dazu sagen. Es ist wirklich ein Fake-Account. Dieses Bild, das ist ja nun nicht unbedingt ein unbekanntes Gesicht für mich und auch kein richtiges Foto. So, da kommt man wieder zum Thema mit gefakten Accounts und nicht nur mit gefakten Accounts, dass man halt auch Bilder nutzt, die anderen gehören. Es ja, geht ja auch schon in die Richtung Urheberrecht. Ja, also alles außer so Sachen, wo ich mir echt so denke, jo. Und du erwartest jetzt von mir eine vernünftige Antwort? Jo, hier hast du sie. Weil ich es kann und weil ich es will. Und weil ich das so super lustig finde. Weil ich das einfach lächerlich finde, so einen Kommentar zu droppen. Daran sieht man einfach, dass es Leute gibt, die mich nicht mögen, aus welchem Grund auch immer. Und ja, das ist mir auch ehrlich gesagt auch egal, weil es ist wie gesagt meine Sache. So. Diese Veränderungen sind nicht ohne Grund da. Freunden ist das aufgefallen und auch nicht nur Freunden. Familie ist das aufgefallen. Und wenn das selbst Familie auffällt, ja, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, warum das so ist. Ganz einfach. Ja. Immer wieder blöd, sowas zu droppen. Weiß ich nicht, was ich dazu noch irgendwie sagen soll oder ganz ehrlich, dann meld's doch der Behörde. Weißt du, ich kann auch deinen ganzen Account melden, dass der rechtsradikal ist. Ja, weiß ich nicht, ob du das möchtest. So, dann überleg das nächste Mal einfach, was du da kommentiert hast oder überarbeitest das Ganze einfach. Ach, stimmt ja gar nicht. Kannst du ja nicht, wenn der Kommentar ja zurückgehalten wird. Ja, es werden ja alle Kommentare ja separat zurückgehalten und erneut überprüft. Und so ist es auch mit meinem Discord. Alle neuen User, die einfach auch so auf meinen Discord kommen, obwohl der Link im Prinzipiellen kaum irgendwo verlinkt wird, wird natürlich auch entsprechend für jeden Stream auch neu generiert, so dass auch in den Videos, wenn die sich irgendwo hängen bleiben, dass man sich da nicht einfach reinjoinen kann, wenn ich es nicht will. Ne? Ich sage es immer wieder, kommt mir nicht blöd und dann ist das auch nicht blöd. Das klingt jetzt gerade total bescheuert und vielleicht irgendwo auch lustig, aber es ist so. Ne? Wenn ich natürlich Leuten immer wieder blöd komme, negativ auffall, das sind alles Sachen, die auch registriert werden und auch sichergestellt werden. Nochmal da by the way gesagt. Die werden ja auch nicht nur sichergestellt und das ist auch diversen Leuten zuzuführen. Und auch zu deklarieren, zu wem was gehört. Ja, ich bin hier absolut nicht auf Ärger aus. Und das wird man jetzt auch die nächsten Kommentare, wenn wieder solche in der Art kommen, auch so sein und auch so bleiben. Das werdet ihr merken, dass ich da ganz anders mit umgehe. Und mich interessieren diverse Meinungen einfach nicht. Ja? Wenn Leute meinen, sich irgendwie trennen zu müssen, beispielsweise unter falschen Tatsachen und am Ende traurig und unglücklich sind, dann ist das nicht mal meine Sache. Ja? So, ich lebe mein Leben, wie ich es für richtig halte. Und so ist es auch mit meinem Haarschnitt oder auch mit meinem Kleidungsstil. Das braucht man nicht zu hinterfragen. Das hat Gründe, warum ich das mache. Das hat definitiv tiefe Gründe. Und die muss ich hier nicht ausbreiten, wenn ich das nicht will. Oder diverse Fragen beantworten. So, das sage ich jetzt hier nochmal ganz ruhig und gechillt. So, mir ist es egal. Dann renn doch zur Behörde. Die lachen dich nur aus. So, ganz einfach. Die lachen dich aus. Weil viele Leute solche ähnlichen Frisuren auch tragen. Auch Scheitel betont. Ja, so. Und ich bin nicht in der Verpflichtung, diese Art von Fragen zu beantworten. Das sage ich jetzt hier nochmal und habe das jetzt mindestens dreimal wiederholt. Ich hoffe, dass das jetzt auch mal ankommt, dass man das nicht machen braucht. Mich juckt das nicht die Bohne. Ne? Das weiß ich nicht, warum man das tun muss. Ganz ehrlich. Nur um Gift zu versprühen oder um Neid zu versprühen. Oder wieder um Leute auf meine Person anzusetzen. Ich bin im Bilde. Ich weiß, dass einige Leute nicht alleine kämpfen können und stattdessen
ja, irgendwelche Fake-Accounts irgendwie erstellen müssen oder Leute auf mich ansetzen müssen, ja, weil sie ja sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie ja in ihrem Ego gekränkt und verletzt sind, weil sie von mir mitunter nicht bekommen, was sie wollen. Mich juckt das wirklich nicht. Ich habe in der Hinsicht meine Verhaltensweisen geändert. So, und auch wieder darin geschliffen, wie man merkt. Warum soll ich mir jetzt daran den Kopf stoßen oder mich aufregen? Ist doch einfach die Energie nicht wert. Ganz ehrlich. Naja, macht's gut und habt noch eine schöne Zeit.